Jo, was geht ab? Mein Name ist Derek Amwako. Ich danke euch erstmal allen dafür, für diese geilen Support auf dieser Reise, auf diese Reise, die ich gegangen bin, die ich gehen wollte, gehen musste, um einfach einige Sachen zu erfahren, einige Sachen herauszufinden, um mit den jeweiligen Personen einfach mal zu quatschen über das Thema, was damals einfach passiert ist. Und ich muss wirklich sagen, ihr Leute da draußen, also die Feedbacks, die ich immer wieder bekommen habe, waren, also ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Bis zu diesem Zeitpunkt, also einfach nur krass. Das wird das letzte Video sein. Ich habe mal so eine Instagram-Runde, wie man es auch immer sagt, mal gemacht, um zu wissen und zu erfahren, wen die Leute halt gerne sehen wollen. Und viele haben dann auch geschrieben, die wollen meine Mutter sehen. Habe ich auch schon, glaube ich, beim ersten Video schon die Anfrage bekommen, ey, ich bin so gespannt auf deine Mutter, ich bin so gespannt auf deine Mutter, was sie dazu zu sagen hat. Und das war auch die Planung, dass meine Mutter das letztes Jahr herkommt. Ich danke sie auf jeden Fall für alles, dass sie mich direkt supportet hat in dem, was ich mache, mir selber Sachen auf dem Weg mitgegeben hat und so weiter und so fort. Also es hat mir sehr viel auch Spaß gemacht, Sachen herauszufinden, und auch über das Thema einfach mal auch zu Hause darüber zu reden. Und ja, dafür danke ich einfach meiner Mutter dafür. Und ja, wir fangen mal an. I was a little kid, growing up I can't trust nobody. Family be talking, trust none of them. Be there for your mama, so he told me. So he told me. Ja, da sind wir wieder. Ich habe heute, wie ich euch gesagt habe, meine Mutter dabei. Die sich Zeit genommen hat, mit mir über das Thema zu quatschen. Erstmal danke, dass du hier bist, dass wir über das Thema reden können. Also wir haben ja auch zu Hause viel über das Thema geredet. Die erste Frage, die ich dich erstmal fragen will, weil viele haben mich auch gefragt, so ist, like, sie können sich vorstellen, dass du mich da supportest, aber ich will es einfach nochmal, dass du es von deinem Mund sagst, wie du dich gefühlt hast, als ich mit der Sache gekommen bin. Und was du dann getan hast. Okay. Ich bedanke Gott, dass wir so einen Tag hatten. Es ist für mich ein glücklicher Tag heute, dass ich kann Aussage über meinen gestorbenen Ehemann vor 17 Jahren. Mhm. Und ich freue mich für diesen Tag, dass ich kann ein bisschen dazu sagen, dass dein Projekt auch schön und entspannt und motiviert für die Leute auch in dieser Situation. Mhm. Ja. Wie war das für dich, als ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, okay, guck mal, das und das will ich herausfinden, das und das will ich machen. So, wie war das dann so für dich? So, hast du dann so gedacht, so, oh, jetzt packt er die ganze Vergangenheit raus und geht in Details und muss erstmal Sachen wieder auferzählen und natürlich kommt bei dir dann wieder Sachen, Erinnerungen wieder hoch. So, wie war das bei dir? Für mich war nicht so, weil wir wohnen zusammen zu Hause und für mich war so klar, dass ich habe im Kopf gedacht, dass bis jetzt hast du nicht gepackt für die Trauer. Weil ich habe einfach in meinem Herz habe ich gedacht, ich werde dich helfen, dass du diese Trauer loswirst. Deswegen ich war 100% Support hinter dir, dass du diesen Tod von unserem geliebten Vater, Freundschaft und alles, dass wir alles loslassen. Und deswegen von meinem Herz war ich so glücklich, nicht glücklich, aber ich war entspannt, dass du diese Projekte machen wolltest. Mhm. Ja. Mhm. So, fangen wir mal an. Wir fangen mal langsam an, ganz entspannt. Wie hast du an sich Richmond Kofi Opoku kennengelernt? Ja. Ich habe Richmond Opoku kennengelernt in Wiesbaden. Durch eine Bekannte, wie Bruder für mich,
Der heißt auch Anthony Fosuhene. Mhm. Spaßname ist Onkel Boya. Mhm. Boya nennt er allen. Mhm. Durch ihn habe ich euren Vater kennengelernt. Wir waren in einem Club in Wiesbaden, Schierstein. Und von dort haben wir uns kennengelernt, das erste Mal. Mhm. Dein Vater war einer, der schüchtern war. Aber der war so ruhig Mensch, mit lieb vor Mensch. Mhm. Und ich bin eine, die so immer so, ich bin eine Person, die so immer reden und so Spaß macht und solche Dings. Aber durch Akosiboya habe ich euer Vater kennengelernt. Mhm. Erst einmal, wie ich gesagt, wir haben uns damals war in Wiesbaden, die Amis da und haben verschiedene Clubs gehabt mhm. in Wiesbaden und von dort habe ich euer Vater kennengelernt. Die erste Tag haben wir zusammen was getrunken mit so Bekannten. Wir waren alle in die Club da. Mhm. Und bei dem zweiten Mal war ich mit denen zusammen in Mainz. Mhm. Da haben wir uns dort getroffen. Und von dort aus hat er mich gefragt, ob wir Freundschaft werden. Mhm. Ja. Sag mal Freundschaft oder zusammen? Zusammen. Ja, zusammen mhm. sein. Und die erste Blick habe ich ihm auch geliebt. Mhm. Weil der war so eine Person, so, wie soll ich sagen, der ist eine, der redet nicht so viel. Mhm. Und der ist ein Gentleman auch. Und wirklich und eine hübsche, wie soll ich sagen, hübsche mhm. Kerl. Und wir haben uns kennengelernt und ich habe ihn einfach gemobbt. Mhm. Ihre Art und wie der ist ein cooler Mensch und wirklich, und ich war einer, die so voll drauf und haben wir uns das gepasst, ganz, ja. Ja. Mhm. Wir haben uns zusammen und habe ich gesagt, ja, habe ich ihn wirklich geliebt und hat er mich auch geliebt und in Wiesbaden, wir waren zusammen. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt 1990. Mhm. Ja, aber der kam hier in Deutschland, bevor ich kam. Ja. Und später habe ich gemerkt, hat er mir alles erzählt, der hat in Mainz 05 gespielt. Mhm. Und wirklich, unser Leben war einfach eine zwei junge Paar. Mhm. Wir waren sehr, sehr wie soll ich sagen, in Wiesbaden, die Jugendliche, die damals hier war, wir waren die erste Top. Mhm. Wenn wir Partys gehen oder wenn wir irgendwo gehen, wie wir anziehen zusammen. Wart ihr sozusagen, also man sieht ja auch auf den Bildern, ihr wart zwar jung, aber ihr wart schon so eins, dass ihr Sachen schon, sag ich mal, schneller gemacht habt, ja, als Paar zusammen. Ja, ja. Mhm. Ja. Und wie war das dann so? Also für euch beide, dann wart ihr dann eng, also wann seid ihr dann zusammengezogen und wann habt ihr dann entschieden, okay, ihr wollt jetzt Kinder? Ja, um 1992, mhm. Weil damals hat er in Mainz gewohnt und ich auch in Wiesbaden. Mhm. Und 1992 habe ich eine Wohnung bekommen. Diese Wohnung war von meinen Eltern. Die sind umgezogen und weil damals habe ich meine Ausbildung fertig, sofort habe ich eine Arbeit bekommen auch. Und ich war okay und habe ich zu ihm auch gesagt, er hat auch gearbeitet und auch daneben die Fußball auch gespielt. Und er war auch mit der Finanzierung, war der auch okay. Und habe ich ihm gesagt, dass es wird gut, dass wir zusammen ziehen. Mhm. Und davor hat er in Mainz gewohnt, ne? Der hat bei den Eltern gewohnt. Mhm. Und hat gesagt, okay, und der ist nach Wiesbaden gezogen. Und wir haben uns in Wiesbaden diese Wohnung übernommen. Mhm. Und danach haben wir beide gearbeitet, alles hat geklappt, wir haben unser Auto. Das heißt, wie soll ich sagen, wir waren die Jugendlichen, die in Wiesbaden so, alles war so schön für uns, haben wir alles geplant für unser Leben
Und wir haben so eine schöne Zukunft geplant auch. Und ja, und 93 hat er mich, wie sagt man in Afrikanisch, wir machen diese Kultur Engagement, hat er gemacht. Und inzwischen kamst du, weil ich schwanger von du. Und war das dann hier oder in Ghana? Die kulturelle. Haben wir hier in Wiesbaden haben wir gemacht. Mhm. Ja, haben wir gemacht. Und ja, inzwischen kamst du. Mhm. Und wir haben uns wirklich gefreut, weil du war auch eine ganz schöne Junge, hübsches Baby. Wir haben uns wirklich gefreut, dass wir unser erster Kind Junge ist. Mhm. Und wirklich, unser Leben war sehr, sehr schön. Und die Leute waren stolz auf uns, weil wir haben alles so in wie sagt man? Greifbar. In Greifbar. Mhm. So. Alles war so greifbar, alles war realistisch. Ja, alles war schön. Wie wir gewünscht waren, alles auf den Weg. Ja. Und dann, nach ein Jahr, 8 Monaten, kommt meine Tochter auch, die Diandra. Warst du dann auch zufrieden, dass du und ich war überglücklich, dass jetzt habe ich einen Sohn und eine Tochter. Und wir waren wirklich beide glücklich. Mhm. Wir haben viel für unsere Zukunft geplant. In Ghana haben wir geplant. Wir haben ein Grundstück gehabt. Wir haben alles so geplant, so jüngliche Ehepaar. Wir haben schön geplant für unsere Zukunft. Und es war wirklich, Gott hat uns schön angefangen, ja. Mhm. Ja, und inzwischen kommt die Dirich in 5 Jahre. Ja, in 5 Jahre danach kommt die Dirich. Und Dirich war unsere, wie soll ich sagen, ich kann nicht sagen, ungeplant Kind. Mhm. Aber wir haben gedacht, okay, ein Sohn, ein Tochter ist okay, wir warten noch. Mhm. Aber Dirich kam inzwischen. Dann, ja. Ja. Und wir waren auch froh, dass, wow, ein Junge, ein Tochter und eine Junge. Und wir waren glücklich. Wir waren wirklich glücklich. Man sieht ja auch, man sieht ja auch, wie ihr, also ich kann es nur von meiner Seite sagen, man sieht, dass ihr viele Sachen von uns auch behalten habt. Mhm. Ihr habt viele Fotos gemacht, man hat viele Kinderfotos, man hat viel Familienfotos. Also bis zu diesem heutigen Tag kannst du, glaube ich, immer noch 3-4 Bücher auspacken und dann sehen, dass ihr da, sag ich mal, wirklich Fotos, Filme, alles eigentlich gemacht habt, damit, wenn wir irgendwann aufwachsen, dass wir das sehen. Ja. So, und da habe ich auch den Eindruck bekommen, so ihr wart so für die Eltern, ihr wollt den Kindern was Besonderes machen. Und das hat man einfach auch in den Bildern auch gesehen, dass ihr versucht habt, das Ganze festzuhalten. So, weil ich habe auch mit ein, zwei Leuten gesprochen und so, und die haben auch gesagt, so, ey, nicht mal ich habe so viele Kindheitsfotos, so wie du es hast. So, du hast zu viele. Mhm. So, und sieht, das ist krass. Und deswegen finde ich schön, was du gesagt hast. Mhm. Dann gehe ich mal zu diesem Thema, was ich an sich dich gerufen habe. Mhm. Wie soll ich das sagen? Fangen wir mal von da an. In dem Zeitpunkt von Dezember 2003 war das, genau, 2003, bis zu dem Zeitpunkt, bis mein Vater, dein Mann, von uns gegangen ist. Geh nochmal zurück, erzähl uns nochmal, wie das so für dich war, als er nach Ghana gegangen ist, wieder zurückgekommen ist. Genau. Ja. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe nie gedacht, dass ich darüber reden kann. Aber ich glaube, durch die Zeit werde die Wund heilen. Mhm. 2003 wollte er nach Ghana fliegen. Und immer wieder, entweder der geht oder wir gehen zusammen oder ich alleine. So haben wir geplant, weil wir haben ein Haus in Ghana. Wobei wir bauen. Wir haben uns zusammen gesagt, dass entweder einer von uns geht oder wir alle mit euch.
Ihr habt ja auch noch Familie da. Ja, so haben wir immer gemacht. Und 2003 hat er so geplant, dass der wird mit ihrer Freundschaft gehen. Das war die Kumpels von ihm. Ja. Und habe ich ihn gebeten, dass der soll warten, dass wir nächstes Jahr geht. Und hat er gemeint, dass... Und von da aus, dieser Zeit, der war mit so wie Druck. Der wollte unbedingt gehen. Und habe ich gesagt, der braucht nicht. Und später habe ich gesagt, okay, der geht nur durch das Haus, das wir bauen. Und hatte alles geplant, dass der werden mit den Kumpels zusammengehen. Und habe ich gesagt, okay, weil die waren alle zusammen immer. Und habe gesagt, okay. Und bevor der ging, war alles war okay, habe ich hier Sachen gepackt. Und der ist von Deutschland. Ich glaube, Anfang Dezember, Mitte Dezember. Weggegangen. Ja, Mitte. Ich glaube, Anfang Dezember ist er weggegangen, weil 21 ist die andere Geburtstag. Und immer wieder haben wir beide die Geburtstag gefeiert. Ja. Und als er in Ghana war, hat er mich angerufen, der ist angekommen und er ist in Accra, der hat meine Mutter besucht, hat ihr ganze Sachen gegeben. Er hat gesagt, ich gehe in Kumasi. Und dort ist unser Haus. Und er ist gegangen. Und danach habe ich gar nicht mehr gehört von ihm. Und ein Tag vor ihr Geburtstag, das war 19. Dezember, habe ich ihn, weil der hat mir die Nummer, das der benutzt in Ghana, hat er mir gegeben, habe ich ihn angerufen. Und wollte so mit ihm reden, aber keiner Antwort und habe ich gesagt, das, was ist los? Ja. Den nächsten Tag habe ich auch versucht, mehrmals, und habe gesagt, was soll denn das? Weil der weiß schon, dass der Tag ist hier Geburtstag. Ich habe versucht, mehrmals habe ich keine Antwort. Und am 21. Dezember, die Geburtstag, habe ich auch versucht, kein Ton und ich habe keine Nummer von irgendjemandem, die ich so Kontakt. Nur meine Mutter. Habe ich meine Mutter auch angerufen, habe ich gesagt, Mama, hast du irgendwas von meinem Mann gehört? Die hat gesagt, nee, der ist in Kumasi. Dann habe ich gesagt, okay. Habe ich gewartet. Und waren wir in vier Heiligabend. Und ich war so nervös, wirklich. Ich war nervös. Hat halt nichts mehr gehört. Ja, ich war nervös und habe gesagt, was soll denn das? Und habe ich versucht, eine Frau von den Jungs ihn zu erreichen, habe ich ihn gefragt. Ich habe versucht, meinen Mann zu erreichen, aber keine Antwort. Und meinte, dass und habe ich gesagt, kann die in mir ihr Mann ihre Nummer mir geben, dass ich kann mit ihrem Mann reden, weil es ist für mich so komisch. Und die Frau war auch komisch und habe ich gesagt, hallo, du soll mir deinem Mann ihre Nummer. Ich muss mit meinem Mann reden. Und hat gesagt, ja, es ist Tanansi, ist irgendwas passiert. Und da war ich so ein bisschen schockiert. Ich habe gesagt, was ist los? Und die meinte, dass ja, deinem Mann geht nicht gut. Ich habe gesagt, wie, was? Ich habe gesagt, gibst du mir deinem Mann ihre Nummer? Und er hat gesagt, ja, ich darf dir nicht geben, weil mein Mann hat gesagt, ich darf dir nichts sagen. Ich habe gesagt, ist irgendwas zu meinem Mann passiert? Und die hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir deinem Mann die Nummer geben? Ich möchte es persönlich. Und dann hat er mir gegeben, habe ich versucht, ihn zu erreichen. Und hat er mir gesagt, dass ja, es ist so passiert, dass mein Mann ist jetzt im Krankenhaus und er hat irgendwie wie Depression gehabt. Und dann haben die ihn in Krankenhaus gebracht. Und jetzt, der ist zu Hause. Da habe ich gesagt, okay. Und habe ich gesagt, kannst du mir mein Mann ihre Nummer geben? Der hat gesagt, ich soll warten. Und heiliger Abend, 25, 26, nichts. Ich war wirklich
nervös und traurig, wirklich. Mhm. Und am 28. hat er mich angerufen. Mhm. Und hat er mir alles erzählt, was passiert. Mhm. Was er auch gesehen hat. Was er alles auch gesehen hat. Ja, hat er mir alles erzählt und habe gesagt, komm zurück. Komm. Und es war, ich glaube, nur 2 Wochen, als er in Ghana war. Mhm. Und er wollte einen Monat bleiben. Ich habe gesagt, komm zurück. Und er hat gesagt, jetzt mir geht gut, ich bin gesund. Ich möchte unser Haus weitermachen und dann komme ich. Und dann habe ich gesagt, wo wohnst du? Und er hat gesagt, ich wohne bei die Kumpels. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, du sollst mich anrufen, weil ich bin fix und fertig. Mhm. Und er hat gesagt, der mag das. Und hat er mir alles, und ich war wirklich sauer mit der Familie von meinem Mann, weil die Familie meinte, die Jungs sollen mir nicht sagen, was passiert in Ghana. Mhm. Und wirklich, ich war sehr sauer. Und ich war wirklich sauer in dieser Familie. Mhm. Und habe ich meine Schwiegermutter angerufen. Und habe ich ihm alles erzählt. Und er war auch schockiert. Und die hat gesagt, ich soll nach Ghana fliegen. Mein Mann holen. Und habe gesagt, nee, die soll nach Ghana fliegen. Und hol ihr Sohn. Mhm. Es war für mich wie... In Afrika, wir haben so diese Voodoo-Sachen und solche Dings. Und ich war so, ich war voll in meinem Kopf. Und wirklich habe ich zu meiner Schwiegermutter gesagt, dass die soll die Familie anrufen und dass der mein Mann nicht was Schlechtes macht. Und die war auch sauer. Die Frau war auch sauer, das ist ihr einziger Sohn. Und hat die Familie angerufen, wenn irgendwas passiert zu ihrem Sohn, das war's. Und später hat mein Mann gesagt, wir werden fertig ihr Sachen und kommen. Und nach dem neuen Jahr, mein Mann ist gekommen von Ghana, der war okay, aber als der gekommen, der war voll anders Mensch. Der war voll anders Mensch, der war extrem. Der ist einer, der redet nicht so viel zu Hause. Der ist ein ganz netter Mann, wirklich. Aber es war extrem. Wenn ich da läuft, der war hinter mir. Und ich habe nie gemerkt, dass wenn jemand wird sterben, wie die Person reagiert. Der war wirklich hinter mir, egal wo ich gehe, in die Küche. Alles, was ich mag, der war immer hinter mir. Und ich habe immer im Kopf, wow, Nancy, das ist schön, dein Mann ist geendet. Aber das war mein Abschied. Weil der war sehr nett mit mir. Und der hat angefangen zu arbeiten. Nach 2 Wochen ist er zurück von Ghana gekommen. 2 Wochen hat er gearbeitet. Und ich glaube, die letzte Tag, dass der gearbeitet, ich glaube, der hat euch abgeholt von Hort. Und dem Zeit habe ich Spätdienst gehabt. Und immer wieder, wenn er mich abholen von Arbeit, weil wir haben nur ein Auto. Manchmal, wenn ich morgen in der Arbeit gehe, ich nehme die Auto. Aber wenn ich Wochentage gehe, der holt mich ab. Mhm. Und wenn der immer kommt, der kommt mit euch. Mhm. Und dem zeigt, dass der gekommen, der war alleine. Und der sah nicht so gut aus. Mhm. Und der stand an die Fenster, hat er geklopft, wo meine Arbeit ist. Dann habe ich gesagt, und ich war drin, habe ich mich vorbereitet, meine Sachen fertig machen, dass ich feiere am kurz vor 8. Und habe ich gesagt, du bist früh, hast du mich nicht angerufen, dass du kommst? Und hat gesagt, ja, ich wollte dich überreichen. Habe ich gesagt, okay, warte, ich mache Sachen schnell und dann geben wir. Und habe gesagt, wo sind die Kinder? Und hat gesagt,
Die Kinder sind im Auto und ich war ein bisschen erleichtert. Und habe ich meine Sachen fertig und war ich draußen. Und dann fangen die an, so komische Sachen zu mich erzählen. Und ich soll mitkommen, dass wir gehen bei der Mama. Die Mama hat gesagt, der ist krank. Und habe gesagt, wo ist die Kinder? Und die hat gesagt, die Kinder sind zu Hause. Ich habe gesagt, warum sagst du mir das? Die Kinder sind zu Hause. Du hast mir gesagt, die Kinder sind im Auto. Und wo ist das Auto? Und hat gesagt, er hat ganz hinten geparkt. Und auf dem Weg zu dem Auto hat angefangen, mich zu so Sachen, da habe ich gemerkt, irgendwas ist schief. Hat er angefangen, mich entschuldigt, falls wenn der mich irgendwas getan ist, soll ihn verzeihen. Ich habe gesagt, du hast mir gar nicht gemacht. Wir haben uns geliebt. Er war auf ihr Knie, hatte mich entschuldigt. Ich habe gesagt, steh mal auf, du machst mir Angst. Und die Leute haben vorbeigelaufen, haben die uns geguckt. Und ich habe gesagt, stehst du auf, wo ist das Auto? Komm nah an die Auto und habe gesagt, gibst du mir das Schlüssel? Wir fahren nach Hause und guck, ob die Kinder alles ist gut war. Es war kurz für 9. Und hat gesagt, nee, wir sollen bei der Mama gehen, Mainz gehen. Ich habe gesagt, nee, ich weiß genau. Ich habe gesagt, nee, wir fahren nach Hause. Und dann danach werden wir bei deiner Mama. In Wirklichkeit hat er angefangen zu fahren. Und ich habe gedacht, dass wir werden beide in der Rhein fallen. Bei dieser Brücke da. Ja, der hat mich nur beobachtet. Aber dann habe ich ihn gefragt, warum beobachtet er mich so? Der hat gesagt, ja, ich fahre. Und auf einmal habe ich Angst gehabt, dass es ist komisch. Der ist voll komisch. Dann habe ich gesagt, stoppst du das Auto, ich will fahren. Und hat gesagt, nein, ich fahre. Hat er aufgehört, mich zu beobachten. Und kam er nach Hause, hat er Auto gepackt und haben wir angefangen zu diskutieren, hat er viele Sachen mir erzählt, hat gesagt, komm. Und von dem Weg zum Parken habe ich habe dich gesehen, du warst am Kühlschrank, du wolltest was holen, weil wir wohnen im Erdgeschoss. Und mein Mann sagt mir, zu Hause ist dunkel. Dann habe ich gesagt, nein, zu Hause ist nicht dunkel. Der holt was im Kühlschrank. Ich habe nicht gedacht, dass der hat ihr Tod gesehen, weil der hat andauernd mir gesagt, dass zu Hause ist dunkel. Und habe ich gesagt, nein, diesen Monat haben wir unseren Strom bezahlt. Wir haben keine Schulden, dass zu Hause dunkel war. Der hat nur andauernd gesagt, dass es war die Trennung von dem Tod. Ich habe nie geglaubt. Und habe ich ihm gesagt, dass, okay, wir haben in Otto gebabbelt, viel Diskussion, hat er mir viel gesagt. Aber ich war nicht vorbereitet, alles, was der mich, ich wollte nicht akzeptieren, ich wollte nur euch sehen. Aber auf einmal habe ich Angst gehabt. Und habe ich gesagt, okay, warte. Habe ich meine Tasche in Otto gelassen, bei den Barfahrern. Habe ich gesagt, warte, ich gehe und guck bei den Kindern und dann lass die Kinder schlafen und wir fahren in Weißenau bei deiner Mama. Ich bin umgestiegen. Laufe ich ungefähr 100 Meter. Auf einmal sehe ich ihre Mutter und ihre beste Freund von der Mutter, die kommen. Und ich gucke hinten, mein Mann läuft hinter mir. Und mein Mann sagt, Nancy, warum hast du meine Mama gerufen? Ich habe gesagt, nein. Mein Mann, lauf schnell, ob jemand hinter meinem Mann, lauf schnell in Auto, über die Autobahn, weggefahren. Und das war mein letzter Tag, euer Vater zu sehen. Ja.
krass. Ja, das krass, war. Ne? Weil ich habe es ja jetzt, ich habe ja auch mit Janta darüber geredet, ich selbst auch in meiner Perspektive habe es ja auch erzählt, wie wir das halt erlebt haben, wie er reingekommen ist. Weil ich glaube, bei der ganzen Situation, was ich auch gemerkt habe in dieser ganzen Projekt, was ich gerade gemacht habe, dass jeder eine andere View hat von den letzten Tagen, wo er mit mein Papa war. Mhm. Jeder hat was anderes gesehen, jeder hat was anderes mit ihm verbracht. Auch in der Zeit, wo ich das Ganze gemacht habe, haben Leute mir gesagt, oh, ich habe deinen Vater da und da gesehen als letztes und hätte ich das gewusst und bla. Jeder hat irgendwo mit ihm noch irgendwo Kontakt gehabt oder die letzte Party da an den Sonntag. Hast du mir auch einige Sachen dann erzählt, wie das da so war, dass er sich schon verabschiedet hat von Leuten. Mhm. Und jeder hat so seinen letzten Moment mit ihm gehabt. So. Mhm. Und so wie du, wie ich ihn halt einfach auch durch das Projekt auch nochmal anders da kennengelernt habe, war so, dass er von einem Mensch her so die Leute zusammengebracht hat, mhm, und sich dann auch in den letzten Momenten auch von diesen Leuten verabschiedet hat. Mhm. So, er ist nicht einfach so gegangen, mhm, sondern ich habe gemerkt, so, und das, was ich auch in diesem Projekt gemerkt habe, dass einfach er sich von jeder einzelnen Person irgendwo auf eine Art und Weise auch verabschiedet hat. Mhm. So, und auch gerade da bei der Sache, wo du gesagt hast, Oma kam nach unten, er ist langsam weggegangen und in der Zeit, wo ihr noch geredet habt, hat er auch sich, sage ich mal, von dir verabschiedet. Aber er ist auch nicht direkt dann gegangen, weil er war noch ein paar Tage, er war ja dann weg. Ja. Er war ja dann noch ein paar Tage weg. Mhm. Und da kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, weil dann war er ein paar Tage weg, bevor er dann von uns gegangen ist. Mhm. Ja, und er ist weggefahren. Und habe ich angefangen mit der Mutter diskutieren, was ist los und warum wirklich habe ich, in Wirklichkeit habe ich gesehen, mein Mann ging nicht gut, aber warum muss euch beide Diskussion haben? Und die Mutter wollte bei uns reinkommen. Ich habe gesagt, nein, ich war sehr sauer. Mhm. Ich habe gesagt, nein, der ist jetzt weg. Und wir müssen warten, bis der nach Hause kommt. Ihr kann wieder nach Weißenau fahren zurück. Ich möchte jetzt reingehen, ja, und warte auf ihn. Ich vermute, der kommt wieder zurück. Und die ganze Nacht hat er mich angerufen und hat er nur gebabbelt, hat er nur mir so komische Sachen erzählt. Die Leute wollten ihn umbringen, die Familie, und hat er nichts getan, aber so, der hat mich viel, und damals, ich war so jung, ich habe viele Sachen nicht geglaubt. In dieser Seite, dieser Zeit, werde ich sah, konnte nach ich mehreren Jahren danach, ja, könntest du, ja, konnte ich meinen Mann wirklich retten. Mhm. Und weil ich war Gläubiger, aber damals war ich nicht so wie jetzt. Mhm. Und er hat mich viel Sachen erzählt, ich nicht realisiert, ja, verstanden, ja. Ich habe nicht verstanden, aber jetzt habe ich alles verstanden. Mhm. Und der hat ihr Tod vorgesehen. Der hat alles gesehen. Der hat gemerkt, dass der lebt nicht mehr. Der Seele war weg, mhm, aber der war nur auf diese Erde, weil der hat mir viele Sachen erzählt. Und habe gesagt, komm zu Hause. Der hat gesagt, nein, Nancy, wir sind getrennt. Da ist eine Trennung zwischen ich und du. Und ja, wir haben die Polizei angerufen, die Polizei war bei uns und habe ich gesagt, mein Mann ist vermisst, habe ich die ganze Geschichte gesagt und die Polizei meinte, dass der ist Erwachsener, mhm, der kommt zu Hause, ich muss warten 24 Stunden und der kommt. Und habe ich das Bild gegeben und den nächsten Tag haben die in Wiesbaden, mhm, Korea. Er war weg, er war es ist passiert Dienstag, Mittwoch. Er war 2 Tage weg von zu Hause. Er war 2 Tage, 2 Nächte, mhm, weg.
Ich hab das Gefühl, das waren mehrere Tage. Also ich habe das Gefühl, das waren mehrere Tage, mehr, also so eine Woche, so eine. Nein, der war, es war dieser Nacht und die nächste. Die dritte Nacht, ja, ist passiert. Die dritte Nacht ist passiert. Ich hatte das Gefühl gehabt, es ist immer so. Nein, es ging so schnell. So 3-4 Tage, weil. Nein, so drei. So, es ist 3 Nächte. Ja. Und ja, und ich weiß jetzt nicht, ob der alles gesehen oder hat er irgendwo das Auto gepackt, weil der hat mich andauernd angerufen. Nancy, warum hast du meine Bild zu der Polizei gegeben? Warum hast du Anzeige gemacht und solche Dinge? Und habe ich gesagt, du sollst nach Hause kommen, weil du machst mich Angst und die Kinder braucht dich. Und der hat mich immer angerufen und gefragt, wie euch geht. Aber zu Hause kommen wollte der nicht. Und das ist die 4. Februar, ist der gestorben. Das war früh morgens. In Wirklichkeit, der hat mich andauernd gesagt, der fliegt nach Ghana, bevor das. Ja, das habe ich auch noch in Erinnerung, als sie dann zum Flughafen. Ja, der hat gesagt, ich fliege nach Ghana, ich habe meine Pass hier, Nancy. Ich habe alles vorbereitet, ich fliege nach Ghana und dort werde ich sterben. Und da war ich. Ich war fix und fertig. Und habe ich meine Fahrer gesagt, dass die Eltern, die Mutter und die Bekannte von der Mutter, die waren alle bei uns. Und wir sind nach Frankfurt Flughafen gefahren, die Nacht. Es war, wir kamen da, ich glaube, kurz bevor wir hingefahren, hat er mich angerufen und hat gesagt, dass jetzt ist vorbei, Nancy. Ich kann nicht mehr leben und ich gehe weg. Der hat mich, Abschied. Und habe gesagt, hör auf und kommst du zu Hause? Die Kinder sind hier, jeder wollte mit dir reden, komm. Und hat gesagt, Nancy, ich komme nicht. Es ist jetzt fertig. Die haben alle meine Sachen fertig gemacht. Ich muss sterben. Ich habe gesagt, was erzählst du mich? Die hat gesagt, doch, und dem Zeit haben wir uns geredet am Telefon und hat ihr gesagt, ruf mir die Derek. Und habe gesagt, Derek, komm. Sag Papa, der soll zu Hause kommen. Und du kamst und der hat zu dir gesagt, Derek, pass deine Mama auf. Ich komme nicht mehr zu Hause. Und pass deine Mama auf. Hilf deine Mama. Aber ich komme nicht mehr. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und habe ich geschrien, habe gesagt, hör auf. So zu deinem Sohn sagt. Die hat gesagt, Nancy, ich muss weg. Ich weiß schon, dass du es schaffst mit den Kindern. Du warst eine tolle Frau. Aber ich muss leider mich lassen. Ich habe gedacht, es war ein Spiel. Aber Das war ein Ende zwischen ich und meinem Vater. Und habe ich angefangen zu schreien und hatte mich aufgelegt. Und dem Zeit hat er umgebracht, hat er Otto ausgestiegen und ich habe angefangen zu schreien. Und ich habe die Mutter angerufen, ich habe meinen Fahrer auch angerufen, die war alle bei mir. Und hab ich gesagt, dass es kann sein, dass der fliegt nach Ghana. Das ist doch nicht stimmt. Das ist doch nicht so stimmt. Ja, und wir waren alle in Frankfurt Flughafen. Die Nacht haben wir die ganze Terminal gesucht. Wir haben gedacht, dass der hat irgendwo gelegen, dass der nächste Tag, der nächste Flug nach Ghana fliegt. So war mein Kopf. Und es ist schon passiert in Bischofsheim, wo der Selbstmord gemacht. Wir waren auf den anderen Spur. Es war schon passiert, als wir
zurückgefahren, habt ihr das dann gemerkt? Also wir haben gar nicht. Wir haben schon, ich glaube, es ist inzwischen passiert. Mhm. Ja. Und wir sind wieder nach Hause gekommen. Ich versuche mal, ihn zu erreichen. Das Telefon klingelt, aber niemand geht dran. Mhm. Und die Nacht, ich konnte nicht mehr schlafen, habe ich ihn an die Küche am Fenster nur gewartet. Auf ihn. Ist er nicht gekommen. Und die Morgens, mein Tante war bei mir die Nacht. Und dann sie kommt. Schlafen. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht schlafen. Und morgens habe ich euch gewacht, vorbereitet, war ihr in die Schule. Und ich da, ich habe euch Abschied, der war in die Schule. Ich war mit meiner Tante zu Hause, mit Tirich. Und auf einmal, ich sehe das Polizeiauto. Und habe ich meiner Tante gesagt, ich glaube, die haben meinen Mann gefunden. Und er hat gesagt, na, sie hör auf. Auf einmal sehe ich einen Rettungswagen. Dazu. Und da habe ich Angst gehabt. Und habe ich zu meiner Tante gesagt, dass mein Mann kommt zu Hause. Und er hat gesagt, nee, ist nicht für Coffee. Richmond, ich glaube, irgendjemand. Ich stehe am Fenster, habe ich gesehen, die Polizei, ich habe zu meiner Tante, die Polizei, ich glaube, die klingt bei uns auf einmal. Hat's geklingelt. Die haben uns bei uns geklingelt. Und meine Tante ist an die Tür gegangen und hat die Polizei, meine Tante, gefragt, habe ich die Richmond gefunden? Und die Polizei haben meine Tante gefragt, wir suchen die Frau Amoako. Mhm. Dann bin ich an die Tür gegangen und es war eine Frau, Polizist und ein Mann. Und haben die mich gebeten, ob die beide reinkommen. Und habe ich gesagt, ja, mein Mann gefunden. Und wir kamen in die Wohnzimmer. Und die Frau hat mich so festgehalten und hat gesagt, ob die beide meinen Mann gefunden. Und haben die mir gesagt, dass leider dein Mann lebt nicht mehr. Der hat sich gestern Resistance Selbstmord begangen. Und ich kam unter. Ich bin einfach auf den Boden gefallen. Habe ich meinen Vater angerufen. Mhm. Die sind gekommen. Und das ist meine Story. Ja, so war die letzte Tag, den ich meinen Mann gesehen habe. Mhm. Ja. Das ist meine Story. Trink mal was. Ja. Wie war das denn für dich, als du dann... Also hast du dann gesagt, die sollen uns abholen oder, weil wir waren ja noch in der Schule, ich und Jantra, oder wie war das? Ich habe angefangen zu schreien. Ich war fix und fertig. Es war wie ein Film für mich, weil ich war sehr jung. Ich habe nicht verstanden, dass der ist einfach so weg. Mhm. Und habe ich andauernd gesagt, ich will meinen Mann sehen. Ich glaube das nicht. Mhm. Und habe ich angefangen zu schreien und habe gesagt, meine beiden Kinder sind... Auf einmal habe ich Angst gehabt, dass ich glaube, irgendwas wird euch auch passieren. Mhm. Und habe ich angefangen, die Polizei gesagt, dass meine Kinder sind in der Schule, es muss jemand soll die Kinder abholen. Mhm. Und haben die mich gefragt, wo die Schule ist. Und haben gesagt, es soll Ruhe sein, die holen die Kinder. Und die haben euch von Schule aus nach Hause gebracht. Und wo du uns dann gesehen hast, wie war das dann? Ich war traurig.
ich war fix. Ich habe nicht gedacht, dass ich werde alles so schaffen wie sie jetzt. Ich war voll unter. Man muss ja noch überlegen, du hast, ich glaube, 2 Jahre davor auch dein Vater verloren. Ja. Und nach 2 Jahren dann ja. Der Mann. Ja. Ja, es war für mich, mein Vater hat mich hier gebracht in Deutschland. Mein Vater ist gestorben 2001 und mein Mann 2004. Und wirklich, ich war am Ende. Ich war fix und fertig. Ich habe nie gedacht, dass, wenn ich euch sehe, habe ich immer geweint. Aber mit der Zeit, weil euer Vater war ein guter Mensch. Es ist viel passiert, nach ihr gestorben. Mhm. Aber ich habe eine gute Engel. Ich weiß schon, dass weil es war nicht ihr richtiger Tod. Mhm. Irgendjemand hat ihre Seele einfach weg. Ihre Seele ist nicht weg, aber irgendjemand hat ihr Leben, das der hier auf dieser Erde hat, eine verkürzt. Das war nicht ihr richtiger Tod. Und deswegen, ich glaube, die Seele ist am Kämpfen, bis die Person ihre Strafe auch bekommt. So glaube ich. Weil der hat mich viel gesagt. Und deswegen, ich weiß schon, dass bis der alles packt, bis euch alle gut geht, ich weiß schon, alles wird gut. Es ist ein großer Kampf für uns, aber ich habe die Glaube, dass alles wird vorbei. Alles wird vorbei. Dass wir in Zukunft, wir werden uns wiedersehen. Ich weiß schon, ich habe diese Glaube in mich. Ich war fix und fertig. Ich muss durchhalten, bis der Tag der Welt beerdigt, habe ich ihn gesehen. Und ich habe ihn angefasst. Ich hab nicht geglaubt. Ich habe ihn angefasst, ihn geschüttelt, aber der war kalt. Ja, und die Beerdigung war für mich nicht einfach. Es war, die erste Jahr war für mich nicht einfach. Mhm. Manchmal habe ich gedacht, ich bringe mich auch um. Aber manchmal ich sage, nein, ich muss da für euch. Mhm. Und das hat durch euch, wirklich, ich muss sagen, durch euch lebe ich. Sonst bin ich weg. Aber ich muss sagen, in der ganzen Zeit, also von dem Zeitpunkt, als Papa von uns gegangen ist, in der Zeit bis zu diesem heutigen Zeitpunkt, hat man natürlich gekämpft, aber ich sag so, man muss dir auch Respekt geben für die Arbeit, die du all die Jahre geleistet hast, für uns, für alle drei Kinder, was du wirklich für uns getan hast. Ich persönlich habe ja vieles miterlebt, vieles auch danach gesehen. Ich glaube, ich hatte auch viel Angst, sage ich mal auch so, also viel Angst in der Hinsicht, dass, wie du auch gesagt hast, dass ich auch meine Mutter, sage ich mal, auch noch verliere, man hat sich einfach mal beobachtet, so. Man ist ja klein, vielleicht hat man nicht realisiert, aber du sitzt dann vielleicht da und du beobachtest einfach deine Mutter und du siehst so gewisse Sachen und natürlich hast du dann auch Angst, dass durch das sie auch vielleicht irgendwas machen kann oder machen wird, wo ihr euch dann einfach alleine seid. Aber ich sag mal so, danke Gott, dass wir alle noch am Leben sind, dass wir gesund sind, dass einfach alles so gelaufen ist, wie es jetzt so, sag ich mal, so gelaufen ist. Und dafür muss ich einfach den Herrn danken und auch natürlich auch dir und den Respekt geben, wie weit du es geschafft hast, von dieser Zeitpunkt, was du uns jetzt alles erzählt hast, bis zu dem Zeitpunkt, dass wir hier stehen können und darüber reden können. Mhm. Ob Emotion oder nicht, ich finde, das ist normal, dass man emotional sein sollte, dass man auch
ja, seine Gefühle, sag ich mal, freien Lauf lassen kann, gerade bei so einer Story. Und wie gesagt, ich musste einfach nur Respekt geben für das. Und es war nicht einfach, ich sag mal auch so, für mich, nachdem ich das alles in der Beerdigung, sag ich auch so, das gesehen habe, auch die Beerdigung, wie das Video dann auch gesehen habe, wie das so war, wie die Leute geweint haben, die Leiche zu sehen. So, man hat am Anfang vieles betrachtet mit einer Angst, so, man hat viel Angst gehabt, so, weil ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder gesehen hast, ich konnte nirgendwo alleine irgendwo hingehen. Ich war immer mit irgendjemandem, und das war, glaube ich, die ersten, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre so, bis man dann auch die Beerdigung dann gesehen hat. Ich weiß noch, da habe ich mit Jantra die Beerdigung dann geguckt, und dann kamst du rein und hast dann gesagt, hey, was guckt ihr da? Und dann wir gucken, wir weinen, du guckst, du bist auch am Weinen. Und es war so von 10 bis zu heute, sag ich mal, ein Prozess von Höhen und Tiefen. Mhm. Weil ich persönlich, ich hatte eine Mutter, die für mich wie ein Vater und auch wie eine Mutter war und auch ist. So, aber du hast trotzdem diese Seite, als ein Sohn, du hast diese Seite von einem Papa, sag ich mal, die hat gefehlt. Weil wenn du zum Beispiel in einen Fußballplatz gehst, so, dein Vater hat mehr Interesse als deine Mutter jetzt, das zuzugucken oder dir zu unterhelfen. Da hatte ich niemanden gehabt. So, du hast für mich, sage ich mal, diese Sachen gemacht zu Hause. Ich habe Essen, ich habe meine Klamotten gewaschen. So, diese Sachen hatte ich gehabt, aber diese Sachen, was ein Vater machen sollte, hatte ich nicht. Und habe dann gesehen, wie andere Leute deren Vater hatten. Und das hat mir, sage ich mal, immer so wehgetan. Weil einfach ich dann gesehen habe, wie das auch sein kann. So, und ich habe auch die Woche, sage ich mal so, viel darüber nachgedacht und viel über das, bevor wir da überhaupt gesprochen haben, kam so eins in meinen Kopf, so, wie wäre das, also nicht wie wäre das, aber es wäre halt krass gewesen, wenn, wie ich jetzt Papa so kennengelernt habe durch dieses Projekt, weil ich habe ihn nochmal mit einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ich habe viele Bilder rausgeholt, ich habe viele Sachen, Videos und so rausgeholt und habe immer so gedacht, so, also, wie wäre das, wenn er noch am Leben wäre? Mhm. Und generell jetzt, wie wäre das so gewesen? So wie, like, die Sicht von, weil, also, was ich nicht verstehe zum Beispiel, und das ist der Grund, warum ich das sage, weil Leute sind schon so, man hat jetzt viel in diesen Jahren viel mitbekommen und Leute haben schon dieses Envyness, wenn sie uns schon sehen. Mhm. Und dann habe ich mich auch so gefragt, und das war so eine Sache, die in meinen Kopf vorkommt, so, wie wäre das, wenn mein Vater da wäre? Mhm. So, wie wäre das? So, wir haben euch nichts, also wir haben niemandem was getan, aber wie wäre das, wenn mein Vater da wäre? Mhm. So, und das ist eine Sache, die durch meinen Kopf so die letzten Wochen gegangen ist, wo ich jetzt auch jetzt nichts mehr gepostet habe, weil es so eine Sache war, wo ich einfach mich diese Frage gestellt habe und ich einfach mir dachte so, ey, das muss ich mir einfach mal ansprechen, weil es für mich einfach so eine Sache ist, weil ich hatte niemanden und ich frage mich so, wenn ich diese Person hätte, welche Person wäre ich dann? Mhm. So, das ist eine Sache, die ich mich halt grundsätzlich frage. So, was eine, also, es ist für mich nicht so, wenn mein Vater krank wäre, wenn Papa krank wäre, wäre es was anderes. Aber sowas, wie du gesagt hast, dein Leben wird verkürzt, ist so eine Sache, wo ich mich dann frage, okay, wenn das nicht so wäre, wie wäre das dann? So, ich glaube, für jeden Einzelnen von uns. So, ja. Aber am Ende des Tages bin ich trotzdem stolz auf das, was wir alle, sag ich mal, erreicht haben. Mhm. Und, dass wir alle noch gesund sind, dass wir, klar, wir haben einen Prozess, über das man auch reden muss. Und das ist auch, glaube ich, normal, dass jeder selber seinen Prozess hat und mit dieser Sache verarbeitet. Ob es jetzt kürzer dauert, ob es lange dauert, aber ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Auf dich bin ich stolz, auf Diantra bin ich stolz, auf Dirich bin ich stolz, auf jeden Einzelnen von diesen drei Menschen bin ich stolz, inwieweit die gekommen sind und inwieweit noch kommen werden. Weil das ist noch nicht mal der Anfang. So, und für mich war das so, ich wollte das machen, um einfach grundsätzlich nicht damit jetzt abzuschließen, klar abzuschließen, aber auch zu sagen, okay, ich habe jetzt viele Sachen gehört, ich weiß viele Sachen und ich kann jetzt mein Leben, sage ich mal, in die richtige Weg gehen und einen neuen Abschnitt machen und das, sage ich mal, nach hinten lassen. So. Und deswegen war es mir auch wichtig und ich fand es auch cool, sehr gut, ich glaube, nach dem ersten Video kamst du zu mir und hast direkt gesagt, wann bin ich dran? Mhm.
Du hast direkt gesagt, so, wann bin ich dran, wann kommst du, also wann kommst du hierher und so. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh darüber, weil das kennt man nicht so, dass du hergekommen bist, über das Thema geredet hast. Da will ich einfach nur mal sagen, Dankeschön. Und wie gesagt, ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll, weil es einfach nur krass ist. Wir haben ja, ich sag mal so, ich habe jetzt in dieser Zeit, glaube ich, mehr darüber geredet als in den 17 Jahren. So, ich glaube, man hat immer wieder gefragt, aber man hat nicht so deep gefragt wie in den letzten Monaten. So, ich glaube, da kannst du ja auch bestätigen oder sagen, dass in den letzten Monaten, ich glaube, mehr geredet habe über das Thema als in den 17 Jahren. Ja. So, weil es für mich war das so, ich habe Fragen bombardiert, ich habe Sachen gefragt, die ich auch wissen wollte. So, und auch die Connection mit dem besten Freund von Papa, der in Ghana lebt. Das kam ja auch durch dieses Projekt. Also nicht jetzt, also für mich hat das Schmerz mit denen, aber es kam so, ihr seid nach Ghana gekommen und dann kam das und dann so war man dann so connected. Und und ansonsten danke ich dir auf jeden Fall, dass du hierher gekommen bist. Willst du noch irgendwas sagen für die Zuschauer da draußen, die das hören oder sehen? Ja, wie soll ich sagen? Ich bedanke Gott für diesen Tag. Und ich muss sagen, ich bin eine Glauber. Und jede Situation, dass ein Mensch wird in ihr Leben getroffen, da ist ein Weg. Ich habe nie gedacht, dass ich konnte darüber so reden. Aber ich glaube, durch die Zeit heilt die Wunde. Und ich bedanke mein Gott auch, dass der hat mir Kraft gegeben, dass ich konnte, was ich konnte. Für meine Kinder. Und ich bin immer noch am Kämpfen für meine Kinder. Bis ich sehe, dass meine Kinder alles gut für meine Kinder. Und dann ich werde Ruhe in mein Herz. Weil mein Kindervater hat gesagt, du schaffst. Und diese Worte klingen immer in meine Herz. Der meinte, ich schaffe. Und das gibt mir Kraft. Ich sage diese Worte, weil ich weiß schon, dass unser Herr Gott, der guckt alles. Und deswegen jeder Mensch, der ist in dieser Situation, ob du deinen Vater verloren oder deine Mutter verloren, ein Weg ist da. Du bist nicht alleine. Die Kraft kommt von Gott. Und ich bedanke meine Kinder auch, dass Gott hat mir eine Kinder gegeben. Alle meine drei Kinder, ich bin stolz auf meine Kinder. Gott hat mir drei Kinder gegeben. Die Kinder sind respektvoll Kinder, die nicht so, wenn ich meine Kinder vergleiche mit anderen Kindern. Ich bedanke mein Gott, dass er mir diese drei Kinder gegeben hat. Sonst ich hätte nicht schaffen. Ich bedanke euch sehr. Egal was zwischen gekommen, ich bin eine Mutter. Ich muss da für euch sein. Aber ich bedanke euch auch für diesen Weg. Wir haben uns zusammen gekämpft. Es ist ein Kampf für uns, aber wir haben euch eure Seite auch gemacht. Und ich sage euch draußen, wenn ihr euch in dieser Weg, Gott wird euch schützen. Ihr seid nicht alleine.